Willkommen heute zur ersten Wochenübersicht in 2018 zu den Clicker Idle und Incremental Games. So, bei dem Spiel habe ich schon sehr darauf gewartet, endlich die nächste Folge zu machen, weil ich nämlich bis jetzt gewartet habe, den Überwelten-Reset, also das Ende, anzufangen. So, also erstmal jetzt die 15. Belohnung. Also ich bin sicherlich schon seit einer Woche eigentlich kurz vor dem Schluss oder beziehungsweise am Schluss angekommen. Und jetzt heute eine goldene Kiste zum Öffnen. So, eine Eisenkiste habe ich jetzt schon mal vorbereitet, die jetzt auf jeden Fall geöffnet ist und wieder ein paar Elemente hat. Eigentlich relevant sind aktuell nur die Items für die Fähigkeiten. So, das hier kommt jetzt auch gleich die nächste. Dann werde ich mal die Sachen aktivieren. Genau, und damit gleich noch ein weiteres Chest. Okay, das ist natürlich nicht sehr interessant. Interessanter wäre hier mal so eine Kiste gewesen, die ich bisher auch noch nicht bekommen habe. So, dann noch die Kiste geöffnet. Eine Kiste fehlt noch, beziehungsweise ein Bonus fehlt noch von ihm. Hier ist es relativ egal, was ich nehme. Hauptsache, ich bekomme wenigstens bis da oben. Weil das, was ich jetzt aktuell noch brauche, ist eigentlich nur die Winterfreunde oder Winterfreude. Aber da bekomme ich generell 10, wenn ich da so eine Kiste aufmache mit Legendär. Die Zweige und das, also die anderen drei sind inzwischen ziemlich egal. Die habe ich schon mehr als genug eingesammelt, sodass ich mir dort die Items bereits leisten konnte. So, hier, das ist jetzt eins, das ich wieder upgraden kann. Das heißt, das ist auch über Picks, dass ich da dann das weiter verbessern kann. Und jetzt eben noch mehr Blöcke, wenn ich das eben, also wenn ich das reingebe, dann ist der nächste Block, der gefertigt wird, hat dann mehr Blöcke als nur die normale Anzahl. Normal am Anfang waren es ja nur ein Block, egal wie viele Blöcke da runtergepurzelt sind. Also wenn ich da die Blockanimation anzeige, dann sind dann zig Blöcke da, aber eigentlich gibt es immer nur einen. Inzwischen sind es mehr. Ich glaube, hier sieht man es nicht, weil hier ist einfach nur die zerstörten Wände. Das sieht man dann nur, wenn ich hier tatsächlich auf den Rucksack gehe. Mal gucken, ich bin jetzt hier genau am Ende. Und das hier sind jetzt Amethysten. Das heißt, normalerweise wird es bloß auf 2,95 und ihr seht, es ist jetzt um 4 Teile gestiegen und das liegt wiederum an den Fähigkeiten, am Fähigkeitenbaum, weil hier unten Glück der Blöcke, das heißt 3 hinzugefügte Blöcke pro zerstörten Block, das heißt statt einem bekomme ich eben jetzt 4 und 2 davon stammen eben vom direkten Aufleveln und einer davon stammt von diesen Artefakten. Und hier bei den Artefakten habe ich jetzt aktuell 8 ausgerüstet und ihr seht, ich habe ein neues 8er bekommen, wo ich jetzt mal gucken kann, ob das interessant wäre, das einzustellen. Also reiche Mobs wäre noch ein weiteres Upgrade, das heißt, ich bekomme dann 4. Das wäre sehr sinnvoll, weil ich ja nach dem Reset neu die Blöcke sammeln muss, wobei ich noch nicht weiß, ob es irgendwas bringt. Der Fähigkeitenbaum, also hier, Glück der Blöcke, das heißt, ich würde dann eben plus 4 haben, also insgesamt 5 pro zerstörten Block an der Stelle. Das heißt, das sieht, macht man auch hier sehr bemerkbar, weil normalerweise haben die ja nur 10 gebracht und jetzt sind es natürlich schon deutlich mehr. So, aber mal gucken, gegen welchen ich das austausche. Also bohren, nachladen, okay, hier ist auch der reiche Mobs drin, das heißt, das wäre dann kein Vorteil. Fähigkeitensucher, Rüstungsschub, ein bisschen Bohrer, der Bohrer ist gar nicht so entscheidend. Und hier habe ich auch reiche Mobs. Das heißt, also die korrupte Fee werde ich dann mal rausnehmen und werde stattdessen dann das Todestotem reinnehmen. Genau, reiche Mobs ausrüsten. Und damit sind es dann jetzt schon 5. So, die anderen behalte ich erstmal. Was ich hier eben noch machen kann, genau, das jetzt mal gucken, was jetzt noch der neue ist. Also Todestotem ist auch nochmal neu. Das habe ich hier schon und das habe ich jetzt hier oben ausgerüstet. Ich behalte immer nur eins davon und zwar das höchste jeweils. Und deswegen verwerfe ich die jetzt, kriege ich 2 von diesem grünen Staub. Jawohl, einmal das Todestotem und einmal das Todestotem. Und wenn ich halt genug zusammen habe, kann ich die tatsächlich aufrüsten, also verbessern. Und dann bekommen die noch einen weiteren Fähigkeitenpunkt dazu. Natürlich wird es immer teurer. Und hier ist letztlich auch,
Obwohl diese Premium-Währung nicht sehr oft im Spiel vorkommt oder nicht sehr oft zu bekommen ist. Bisher habe ich es eigentlich nur über die Kisten bekommen. Und ich glaube, einmal über dieses Rad habe ich auch mal 30 bekommen oder so. Oder 20 oder 30 von diesen Dingern. Aber ich brauche die fast an keiner Stelle. Also das Einzige ist zum Beispiel hier, da kostet es mich 300 Runik. Allerdings ist das jetzt noch nicht so wichtig und irgendwann werde ich die auch zusammen haben. Die Boni sind nett, aber auch nicht so gravierend, dass sie jetzt spielentscheidend wären. Und die Spinnenseele, mal gucken, da habe ich eine plus 4, da werde ich die 2 hier auch verwerfen. Ja. Genau, also ich habe jetzt hier, als nächstes brauche ich dann 62, um so einen Achter aufzuleveln. Bei dem hier, bei 7 sind es noch 50 und bei den anderen natürlich deutlich weniger. Aber da ich die Ehen immer nur einfach ausrüsten kann, lohnt sich das aktuell nicht. So, das sind im Moment die 4 Fähigkeiten, die ich regulär nutze. Das ist eben einmal der Bohrer, der eben dann 60 Sekunden einfach durch die Steine wühlt. Dann die TNT, was inzwischen 11 Blöcke auf einmal kaputt macht. Was natürlich heißt, dass es im Moment 55 Blöcke bringt, weil ja eben pro zerstörter Element dann tatsächlich 5 Blöcke dazukommen. Dann das hier eben, statt einem bekomme ich halt dann 16, weil ich nochmal 11 zusätzliche bekomme für das, was dann dort zerstört wird. Und das hier ist eben eine Rückset-Funktion, das heißt, das, was ich als letztes benutzt habe, bevor ich den einsetze, bekommt dann 120 weniger Abzug in die Abklingzeit, deswegen konnte ich hier dieses Dynamit jetzt relativ schnell einsetzen. Bei den anderen, naja, es sind halt eben ein paar Fähigkeiten, die halt verschiedene Elemente erhöhen, von Glück, PPS und so weiter. Die Kartoffel habe ich nicht verstanden, weil da war bisher das Problem, also ich bin dann irgendwie mit einem Bett unterwegs und reise da durch die Gegend und weiß eigentlich nicht wirklich, was mir das Ganze bringen soll und was ich da wie wo zerstöre. Also keine Ahnung, da habe ich den Effekt nicht gesehen. Auch dieser Zufallsblock hier, weiß nicht, was der mir wirklich bringt, unbedingt jetzt Blöcke zu bekommen, die nicht aus dem aktuellen Biom sind. Und da ich jetzt im Moment am liebsten eben mit dieser Kriebspitzhacke, habt ja gesehen, wenn ich einen so einen Krieb gemacht habe, ist er sofort weg. Normalerweise braucht er irgendwie mit einer normalen Hacke, ich schätze mal 6 bis 8 Klicks, bis man den erledigt hat. Und deswegen brauche ich das hier dann auch nicht, weil ich kann ihn eh sofort killen. Den Eimer hatte ich, bevor ich ihn aufgelevelt hatte, schon mal probiert in der Lava. Da war er nicht stark genug. Also mal sehen, ob er dann beim nächsten Mal. Jetzt muss ich natürlich warten, bis er sich irgendwas zurückgesetzt hat, bevor ich den austauschen kann, weil ich kann die Fähigkeit nur austauschen, wenn die Abklingzeit zurückgesetzt ist. So, bei den Kisten starte ich jetzt mal das Geschenk, dass hier die Freischaltung beginnt. So, von dem Biom. So, ihr seht, also ein Klick, alles durch und auch die Münzen sind deutlich mehr geworden, was auch mit dem Boni angeht. Also ich bin jetzt hier am Ende angekommen. Ich kann jetzt hier mal nochmal auf den Vulkan zurückwechseln und mal gucken, ob ich jetzt Lava einsammeln kann. Das werde ich dann gleich mal testen. Und hier komme ich gleich dazu. Das ist nämlich dann unser Überwelten-Reset. So, die Fähigkeitenbäume. Ja, also der normale ist inzwischen ziemlich weit ausgebaut. Die Fähigkeiten selber sollen nicht zurückgesetzt werden nach dem Reset. Das heißt, die behalte ich. Und im Moment sind es so immer so 2,5 Millionen Punkte, die das dann weiter ansteigt, die ich dann für den nächsten Fertigkeitspunkt brauche. Also so nach und nach kann man hier dann sicherlich alle tatsächlich auf Maximum freischalten. Hier habe ich einiges investiert. Hier werde ich wahrscheinlich hier auf die seltenen Blöcke weitergehen, beziehungsweise die Spitzhackensucher hier das noch aktivieren. Weil hier ist leider auch nicht korrekt angegeben, du musst zuerst Fähigkeitssucher auf die Maximalstufe bringen, das habe ich gemacht. Deswegen sind eben diese Fähigkeiten, dass die dann öfter gedroppt werden. Aber ich muss im Endeffekt beides auf Maximum bringen, bevor ich diesen Bereich hier aktiviert bekomme. Neben den Mindestrestriktionen, was ich hier halt an Fertigkeitspunkten analysiert haben muss, weil ich denke, das hier war von 20 abhängig, dass es überhaupt freigeschaltet werden konnte. Und ansonsten Leerlauf, da habe ich jetzt noch nicht so viel investiert. Das werde ich dann auch noch so nach und nach machen. Aber das sind im Moment jetzt nicht so große Priorität. Weil auch den Ofen habe ich bisher kaum verwendet. Ah, jetzt habe ich das Ding schon wieder gestartet. Naja, ich tausche dann jetzt gleich hier unten das Ding aus. So, jetzt kann ich einmal die Spitzhacke noch explodieren lassen. Womit sie natürlich auch nochmal etliche Blöcke abbaut. Und so, also hier ist nämlich der Shop. Ihr seht, also das Einzige, was mir von dem Event jetzt noch fehlt, sind noch diese Katze
Und da bekomme ich aber mit jedem von dieser Kiste bekomme ich nur 10 Einheiten davon. Das heißt, ich muss noch etliche Einheiten machen und es dauert im Moment 3 Stunden, bevor das wieder verfügbar ist. Münzen habe ich mehr als genug. Das kann ich mir im Rucksack anschauen. Also hier die speziellen, nee, nicht die speziellen, sondern die zeitlich bedingten. Das heißt also, Papa Claus habe ich jetzt noch 6, also fast 700 übrig, Wintersüßigkeiten 10.000, Stockings 1.279. Und auch von dem Snowmon. Ich glaube, von dem brauchte man 75, um was freizuschalten von dem Papa Claus. Das waren, glaube ich, 1.000 oder 2.000 Münzen, um da was freizuschalten. Und ja, das habe ich inzwischen alles gekauft. Und hier ist eben noch die einzige Stelle, wo ebenfalls diese Premium-Währung benutzt werden kann. Allerdings auch keine Notwendigkeit, das zu nutzen, weil die paar Minuten, die kann ich auch einfach so entspannt abwarten. Ebenfalls beim Fähigkeitsbaum, hier gibt es auch die Möglichkeit, das zurückzusetzen. Allerdings wahrscheinlich nur, wenn man den letzten gerade ausgegeben hat. Ah, ich habe noch einen Skillpoint übrig. Okay, habe ich gar nicht mitbekommen. Gut, genau, die Marktkosten. Das heißt, hier gab es jetzt nichts mehr so zu investieren für mich, weil die Dauer der Spitzhackenfähigkeit, da ich ja jetzt im Moment die Kriegsexplosion habe, dauert die nicht wirklich. Das heißt, hier eben den Artefaktsucher, weil ich wollte eben hier weiter in die Richtung gehen, dass hier Spitzhacken fallen gelassen werden kann, wobei ich nicht weiß, ob mir das wirklich noch was hilft. Weil alle kaufbaren Spitzhacken habe ich bereits gekauft. Also hier, bevor ich hier nicht irgendwas Neues freigeschaltet habe, habe ich bereits alle Spitzhacken gekauft. Hier gab es nur die Premium-Währung und hier ist ja auch letztlich die gesamte Ausrüstung gekauft. Also hier, das heißt, die ganzen Rüstungen sind bereits erworben. Ich bin jetzt aktuell bei Imberium, also Level 34 Rüstungen, dann das Wiesenbiom, Wüstenbiom, Eiswüste, Höhlenbiom, Höllenbiom, Mesabiom, Dschungelbiom, Ozean, Mond, Mars, Vulkan, Zwielichtwald, das und eben das Endebiom, wo ich ja zum Schluss war, sind alle abgeschlossen. Truhenschätze, da fehlen mir noch welche, aber die kann ich halt nur aus Truhen bekommen. Also da fehlen mir noch 2 dann, die ich noch nicht erworben habe. Eben beim Winterevent fehlt mir nur noch der Ferienbaum und von den Begleitern fehlt mir noch das Schaf. Alle anderen habe ich mindestens einmal bekommen und deswegen habe ich jetzt 373 von 412 bereits freigeschaltet. Und damit es jetzt weitergehen kann, muss ich eben den Überweltenreset machen. Weil hier sind zumindest die Spitzhacken, viele davon können nur in Truhen jetzt gefunden werden, wie auch immer das dann funktioniert und wo ich zum Beispiel Endertruhen herbekomme und so weiter, also wie und wo das dann kommt. Ansonsten, das sind noch wenige Sachen, die ich anscheinend doch noch im Shop bekomme, aber erst wenn ich jetzt eben Teleportation oder sowas freigeschaltet habe. So, also jetzt noch die Fähigkeit umstellen. So, dann zeige ich euch einmal die heiße Kartoffel. Und einmal probieren wir den Eimer aus. Mal gucken, ob der jetzt in der Lage ist, diesen Lava einzusammeln. Ja, immerhin. Also Lava hat er geschafft. Mit der Stufe 2, die er jetzt hatte, konnte er das einsammeln. Jetzt ist nur die Frage natürlich, was passiert damit? Mal gucken. Also Magma-Block. Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen Magma-Block damit eingesammelt habe oder ob es als speziell gilt, also speziell taucht es auf jeden Fall nicht auf, das sind ein paar andere Sachen gewesen. Deswegen, also keine Ahnung, wie viel mir das bringt und hier jetzt, was tatsächlich mit diesem Ding zu tun hat. Okay, jetzt kommt zumindest die Kartoffel dazu. Also vorher ist dann nur ein Bett aufgetaucht. Ja, dann passt das jetzt wahrscheinlich auch mit der Beschreibung, weil dort stand ja, dass also das heißt, in dem Moment, die Anzahl, die ich jetzt tatsächlich auf die Kartoffel geklickt habe, hat dann die Menge an Blöcken zerstört, die dann, nachdem sie eingeschlagen hat. Auf zum Reset. Und zwar mit den Enderperlen, die ich jetzt erstelle. Allerdings, ja, hier auch noch das Besondere, ich muss mit einer bestimmten Spitzhacke arbeiten, was jetzt kein Problem ist, weil ich habe sie ja schon alle gekauft. Und zwar, nein, nicht die Edelstein oder die Endstein. Doch, die Endsteinspitzhacke, genau. Achso, ich muss selber natürlich im Ende. Ihr seht hier also, wenn ich meine Kriegsspitzhacke nicht habe, muss ich mindestens 6 Mal getroffen haben, um so einen Typen zu erledigen. Genau, die Endsteinspitzhacke ist richtig, aber ich muss natürlich auch im richtigen Biom sein.
So, also das Ende. Und jetzt ist auch hier wieder das Ausrufezeichen. Das heißt, ich kann jetzt einlösen und mal schauen, was sich jetzt tatsächlich verändert. Was es für Vorteile oder Veränderungen bringt. Natürlich kann es nicht rückgängig gemacht werden. Und jetzt geht es los. Mal gucken, was ich mit den Prestige Points machen kann. Wovon ich ja zumindest jetzt die 3 bekommen habe. Wahrscheinlich wird jetzt hier irgendein Fähigkeitenbaum freigeschaltet. Also, ich soll jetzt wieder von vorne anfangen. Was ich aber an der Stelle nicht muss. Okay, was ist das jetzt? Ah, ach, die... Interessant, das ist neu. Das heißt, das ist jetzt freigeschaltet worden. Das heißt, ich kann jetzt zumindest die Sachen dafür verwenden, um die Spitzhacken zu upgraden. Achso, der Schießpulver ist jetzt natürlich weg. Davon hatte ich vorher so schön viel. Aber zumindest die Spezialsachen, weil das war nämlich auch meine Befürchtung, bleibt das wirklich erhalten? Also bleiben die... Moment, erstmal die andere Spitzhacke ausrüsten. Weil die Frage ist nämlich, bleiben die zeitlich bedingten Sachen erhalten? Also wie ihr seht, sind die alle da geblieben. Das heißt, ich könnte jetzt auf jeden Fall diese Spitzhacke upgraden. Deswegen auch dieser Pfeil dabei. Die Frage ist, was wird dabei abgegradet? Okay, also die Werte, aber ich kann sie nur einmal upgraden aktuell. Gut, deswegen werde ich die jetzt nicht weiter benutzen, ich werde weiterhin die Creeper-Dings benutzen, damit ich eben genau die hier schnell platt machen kann. Und was jetzt eben dazu kommt, okay, das heißt, ich kann jetzt gezackte Sachen kaufen. Die Frage ist nur, wie viel davon, weil zumindest laut, oder mal gucken, ob die Übersicht jetzt sagt, dass ich noch viel mehr freischalten kann. Okay, ja, also von 400 sind jetzt auf 564, also es gibt noch einige neue Sachen dann auch freizuschalten. Sehr schön. Das heißt, es gibt zumindest noch einen Grund, die ganzen Blöcke abzubauen. Mal gucken, was es dann hier tatsächlich an neuen Spitzhacken gibt. Okay, hier gibt es erstmal noch nichts, da muss ich noch eben Teleportation freischalten, wo auch immer ich das freischalte. Weil ich denke mal, dass das jetzt nicht hier... Gut, das sind alles Sachen... Point der Grenze überschreiten. Teleportation. Ah, okay. Das heißt, damit kann ich noch ein Biom erreichen, das eventuell nicht in der normalen Kette verfügbar ist. Vermute ich jetzt mal. Gut. Also hier geht es einfach ganz normal weiter. Da hat sich jetzt nichts geändert. Mal gucken. Hier kann ich einfach nur 3 Enderperlen wieder bekommen, wenn ich das Ende erreicht habe. Und da gibt es jetzt auch noch nichts weiter zu entdecken. Hier auch nichts, keine neuen Elemente. So, Artefaktposition hat sich nichts geändert. Auch hier hat sich nicht wirklich was geändert. Gut, das läuft weiter wie gehabt. Und hier kann ich jetzt natürlich nach und nach die Sachen auch wieder freischalten. Gut, das ist dann schon das nächste Biom. Das heißt, das sind 2 Upgrades. So, jetzt muss ich die Fähigkeiten wieder umrüsten, damit ich natürlich möglichst hier mein Multiplikator-Teil bekomme. Also, wo bist du? Genau das hier. Ausrüsten. Und wenn das weg ist, mache ich dann wieder den Reset rein. So, dann kann ich das schon mal aktivieren, damit der sich von alleine durchbohrt. Und das geht jetzt halt relativ flott, weil ihr seht, ich habe hier etliche... Bekomme ich jetzt im Moment nur 4? Ich müsste doch einen mehr haben, oder? Also, was sagt der Fähigkeitenbaum? 2 plus 1. Habe ich den anderen nicht ausgerüstet? Also nochmal. Also ich hatte hier reiche Mobs. Ach nee, Moment. Wie hieß die Fähigkeit? Glück der Blöcke. Ach, das war ja gar nicht das. Das heißt, das bezieht sich natürlich auf die Mobs. Mal gucken. Das ist, wenn die explodieren. Genau, reiche Mobs, das heißt, von den Mobs werden mehr fallen gelassen, nicht von den normalen. Okay, nochmal nachschauen. Glück der Blöcke. Also in welchem von euch steckt das Glück der Blöcke drin? Ah ja, gleich im ersten. Okay. So, du hast es aber auf jeden Fall eh nicht und du hast noch das Glück der Blöcke. Dann nehme ich dich doch wieder rein. Dann tausche ich dich aus, dann geht zwar der Bohrer ein bisschen runter, aber das ist jetzt nicht so problematisch, aber dann doch lieber einen mehr als... für das normale Klicken.
So, dann sollte ich jetzt tatsächlich das plus 2 haben. Genau, also jetzt habe ich 4 pro zerstörten Block. Und damit lässt sich dann natürlich wunderbar zügig hier diese Upgrades freischalten. Weil da muss ich im Endeffekt nur einmal durchhauen. So, jetzt ist noch die Frage. Genau, also Holz bräuchte ich noch. Da habe ich noch einige Upgrades und Karotte der Angel 2. Okay, da gibt es eine zweite Stufe dann von den ganzen Sachen. Kürbis, so den Lehmeimer. Also es gibt die ganzen Sachen tatsächlich in einer weiteren Stufe, so dass ich die dann weiter freischalten kann. Und ja, das geht jetzt auf jeden Fall relativ zügig. Und ich werde jetzt mal, so beim Kürbis habe ich jetzt kein Thema, weil ich habe jetzt nichts, wofür ich den Kürbis ausgeben müsste. Das heißt, da brauche ich nicht allzu viele, sondern ich werde jetzt, ja, das hier ist jetzt Holz. Das heißt, von 123 auf 139. Das heißt, dadurch geht es dann natürlich sehr, sehr zügig. Und jetzt ist auch gleich das nächste Teil zurückgesetzt. Genau, die Kartoffel ist zurückgesetzt. Dann kann ich sie jetzt wieder austauschen mit meiner Zeitersparnisfähigkeit. Ausrüsten. Und da ich ja zuletzt jetzt dieses genutzt habe, kann ich da gleich schon mal die Wartezeit halbieren. Und mal sehen, hier brauche ich jetzt dann nur noch Erde. 771, das heißt, es ist auch leicht angestiegen. Aber die gezackte Wooden Axe kann ich auch schon mal aktivieren und verbessern. Und dann kann ich jetzt noch mal gucken, was ich eigentlich brauche, um tatsächlich dann die weiteren Äxte frei zu, also beziehungsweise hier abzugraden. Weil die Holzspitzhacke ist jetzt schon Level 2. Okay, das heißt, hier bekomme ich die Upgrades. Ah, okay, ich kann die auf beiden Stellen kaufen. Das heißt, ich kann die sowohl hier kaufen, als auch dann eben im Shop, wo sie mir ebenfalls angezeigt werden, dass ich das dann hier über diese Upgrades machen kann. Wobei, das hier ist jetzt schon Stein, das ist die Lehmspitzhacke. Nee, das sind, na Moment, das sind andere Upgrades. Okay, also es gibt auf beiden Seiten die Updates, sobald die auf Level 2 gebracht sind. Die bringt jetzt natürlich relativ wenig, das heißt, sie schafft es kaum durch dieses Ding durch. Das heißt, es macht tatsächlich einen ziemlichen Unterschied, ob ich hier jetzt eine 34er habe und dann mit einem Dauerklicker dort die Sachen aktiviert bekomme. Und anscheinend sind hier auch diese Streifen dann drauf. Das heißt, je höher das Level, desto mehr diese Streifen. So, dann schauen wir mal, dass wir jetzt das Ding komplett haben. Genau, dann wird es mir auch angezeigt, in dem Moment, wo der Rucksack hier dieses rote Axt anzeigt, ist eine, die ich upgraden kann. Und genau, also deswegen hier vorhin diese Kringel, deswegen sind die dann abgegradet worden. Das heißt, für meine Creeper-Axt brauche ich dann nur noch ein bisschen Schießpulver. Das dauert natürlich ein bisschen, bis ich jetzt ein paar Creeps eingesammelt habe. Aber kein Thema. Das geht auch relativ zügig dann zusammen. Vor allem hat sie ja, glaube ich, auch eine Bonus auf die Erscheinungshäufigkeit von Creeps. Mobs erscheinen öfter mit dieser Spitzhacke, genau, und ich kann sie mit einem Schlag besiegen. Das heißt, das hilft auf jeden Fall schon mal sehr weiter und also die Stärke steigt an. Ich hoffe, dass die Critical um 2% steigt und nicht auf 2% abfällt. Also mal gucken, was da dann zustande kommt. Ja, aber ansonsten, soweit beginnt das Ganze dann von vorne. Also die Schwierigkeit nimmt ein bisschen zu. Das heißt, man müsste dann schon mit seinen passenden Spitzhacken dort weiterkommen. Aber allein durch die Fähigkeiten Boni, die ich jetzt schon erlangt habe, geht es trotzdem relativ zügig, hier jetzt eben die nächsten Upgrades freizuschalten. Das heißt, jetzt brauche ich vor allem noch ein bisschen Holz. Das hier ist doch das Holz. Also, das heißt, damit dann, ja, genau, einen deutlich höheren Schub zu bekommen, damit ich im Endeffekt die fehlenden Materialien dann auch schneller zusammensammeln kann. Und ja, der Kaktus, der ist dann wieder in der nächsten Ebene, in dem nächsten Biom, was wahrscheinlich auch ziemlich zügig dann freigeschaltet werden dürfte. Genau, es ist wunderbar, hier in Fünferblöcken zu springen. Das ist das, was ich dann auch immer versucht habe, darauf zu achten, dass ich natürlich diese Fähigkeit dann immer für die Sachen eingesetzt habe, die am seltensten auftauchen. In dem Fall ist es jetzt Stein, also es war nicht so sinnvoll, das jetzt für Holz einzusetzen, weil Holz wird auf jeden Fall schneller fertig werden als der Stein. So, mal gucken, kann ich jetzt hier nochmal das wieder resetten? Das heißt, in 2 Minuten kann ich dann wieder einen ordentlichen Steinbonus aktivieren. Und ja, das erste Biom machen wir jetzt mal noch durch. Der nächste Fähigkeitenpunkt wartet darauf, vergeben zu werden.
Also genau, Chance auf Fallenlassen von Spitzhacken. Also zumindest, dass die Truhen, ich weiß nicht, ob die überhaupt schon eine Chance haben, aber zumindest, dass jetzt eine ganz geringe Chance darauf besteht, weil ich ja eben einige Sachen nur über die Truhen bekomme. Mal gucken. Also hier steht jetzt niedrig, dass sie Spitzhacken fallen lassen. Und mal sehen, wann ich dann die Spitzhacken jeweils bekomme. Und die Frage ist, wann ich auch eine Endertruhe bekomme. Also das Höchste, was ich ja ganz am Anfang gleich bekommen hatte, waren ein paar Goldtruhen. Danach sind die Truhen eigentlich immer schlechter geworden. Und ja, mal sehen, ob dann auch, gut, in der Kiste sind auf jeden Fall auch solche Sachen. Von den Event-Sachen, die Münzen, die sind halt ziemlich normal immer mit dabei. Und eben eine geringe Chance, auch so ein paar von dieser Premium-Währung zu bekommen. Aber das ist halt eben nur alle 3 Stunden. Das dauert eine ganze Weile. Und ja, also da kommen wir jetzt gleich schon weiter. Okay, die nächste Spitzhacke kann geupgradet werden. Welche ist es in dem Fall? Die nächste natürlich. Ach, natürlich, für die Kürbisspitzhacke konnte ich nur noch den Kürbis gebrauchen. Die hat jetzt schon Stufe 2, also die hat gleich 2 Ringe bekommen. Aber sie hat zerstört Blöcke mit einem Schlag. Wenn die jetzt schon abgeklungen ist, okay, braucht noch 1,5 Minuten. So, da kann ich den jetzt wieder aktivieren und damit etliche Steine einsammeln. Und die andere ist dann eh im nächsten Biom erst verfügbar. Okay, also da kann ich dann auf jeden Fall das, was ich damals in die Anschaffung der Axt investiert habe, das brauche ich dann auch für das Upgrade nochmal. Aber ich bleibe dann, wie gesagt, hier bei den Creeper-Spitzhacken, einfach um die im One-Hit zu killen. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Steine, um auch das Biom wieder abzuschließen. Am schwierigsten war letztlich das Mondbiom. Weil dort musste nämlich Käse angeschafft werden. Und Käse war extrem selten. Also, weiß nicht, einer von 100 oder eher einer von 1000 Blöcken hatte die Chance, Käse zu sein und dann den zu erwischen und zwar dann dabei zu sein, den manuell zu erreichen und dann natürlich hier mit diesem Bonus den zu aktivieren. Ich hatte da das Glück, dass ich dann einmal so eine Flatter-Diamanten bekommen habe mit einer Kiste drin. Also beziehungsweise nicht dann, ich habe dann nicht die Kiste bekommen, sondern ich habe dann dort 50 Käse bekommen, was mir sozusagen die Hälfte von dem, was ich glaube ich für die Axt oder für irgendeins von den Items ausgeben musste, auf jeden Fall geholfen hat. So, jetzt könnte ich natürlich mal kurz die Axt wechseln, weil ich nämlich, wenn die dann durchraschen, wahrscheinlich mehr bekomme, als wenn die jetzt einmal explodiert. Weil so, jetzt ist einmal der Schneesturm und dann bekomme ich nämlich sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Blöcke, weil es einfach dann durchläuft, solange halt, bis die Fähigkeit wieder abgeklungen ist. So, und dann jetzt wieder die Creeper-Spitzhacke. Und also hier jetzt das letzte Upgrade an der Stelle gekauft. Eine Axt ist auch nicht weiter zu upgraden. Ah, hier ist noch ein neuer Reiter. Eine Endertruhe kann ich also bekommen. Also für einen kompletten Durchlauf kann ich eine ganze Endertruhe bekommen oder die Enderaugen-Spitzhacke. Gibt es dafür irgendeine Information? Und ich kann mit den Endersachen weitere Fähigkeitspositionen hinzufügen. Das heißt, ich kann mehr auf einmal benutzen. Artefaktposition ebenfalls. Und ich kann die Fähigkeiten zurücksetzen. Also das heißt, an der Stelle meinen sie es sozusagen mit den Premium-Währungen gar nicht so ernst, weil ich kann mir die tatsächlich recht zügig in Anführungszeichen erspielen, weil zumindest dieses Zurücksetzen hier kostet mich ja dann nur 1/3 Reset, während das andere natürlich schon deutlich mehr ist, so eine Endertruhe. Ja, die Frage ist, es gibt mir jetzt anscheinend keinen weiteren Boni irgendwie, um damit durchzukommen. Was die Enderaugen-Spitzhacke macht, keine Ahnung, dafür muss ich auf jeden Fall noch ein paar Mal durchgehen, aber ja, also eine hohe Chance für die Fähigkeiten und für Äxte, also kann ich gleich mal gucken. Okay, es gibt immer nur ein Item da drin. Das heißt, ich bekomme entweder eine Fähigkeit, vielleicht Teleportation, was ich ja an sich auch brauche, um irgendwas noch zu erreichen, oder eine Spitzhacke. Na, dann machen wir das doch gleich mal. Gucken mal drauf rein. Okay, ich habe den Flammenhammer bekommen. Flammenhammer ist aber eine Fähigkeit gewesen, oder? Oder war es eine Spitzhacke?
Okay, es ist eine Spitzhacke. Mit 35 und welche Fähigkeit ruft die antiken Götter, damit sie Feuer regnen lassen? Okay. Also wieder eine neue Spezialfähigkeit, die einen etwas anderen Effekt hat, weil die meisten haben nur diesen Speed-Durchlauf, während die hier dann ja, eben nochmal was anderes macht. Also warten wir mal nochmal ab, bis das zurückgesetzt ist und dann gucken wir uns mal an, was da passiert. Dann wollte ich ja noch nachschauen, wie viel ich jetzt tatsächlich ja, in der Wiese noch abgebaut habe. Also 300 von den seltenen Sachen. Holz und Erde sind ausreichend vorhanden. Und dann gehen wir jetzt auf die Wüste oder in die Wüste und fangen hier an, die nächsten Sachen einzusammeln. Da hätte ich fast den Menüpunkt übersehen, dass da einer dazugekommen ist. So, als nächstes werde ich dann auf die Enderaugen, wobei ich kann mir die Enderaugenspitzhacke doch bestimmt hier anschauen, was die für eine Fähigkeit hat. Enderaugenspitzhacke kann gefunden werden im Endergeschäft. Ja, schön, also beziehungsweise kann gekauft werden, aber sag mir doch lieber, was für eine Fähigkeit sie mit sich bringt, warum es lohnen würde, die zu kaufen. Weil ich würde jetzt vermuten, dass die Anzahl der Ender oder vielmehr das Prestige, was ich bekommen kann, erhöhen kann. Aber vorerst erstmal eine Vermutung und es wird sicherlich ein bisschen dauern, bis ich das ausprobiert haben kann. So, hier ist jetzt schon... So, jetzt ist natürlich die Frage, was sind jetzt die seltensten? Wahrscheinlich Glas. Gucken wir mal, was an Blocks bereits aufgetaucht ist. Also Sand, Kaktus, Sandstein, Glas sind alle soweit vorhanden und kommen jetzt nicht so selten. Aber Glas und Kaktus ist schon ein bisschen hinten dran. Jetzt müsste ich zumindest mal gucken, ob hier nach dem... Achso, dann ist das Blaue sowieso schon die nächste Ebene. Das heißt, Glas werde ich wahrscheinlich nicht allzu viel brauchen, sondern eher den Kaktus. Wobei hier unten, gucken wir nochmal den Kaktus hier rein und ob nach dem Kaktus dort Glas benötigt wird. Das heißt, dass ich den dann lieber für Glas einsetze als für Sandstein. Okay, also Glas wird auf jeden Fall nicht oft benötigt. Das hier wird sehr viel öfter gebraucht und zwar den Sandstein. Das heißt, ich werde die Sachen dann für Sandstein investieren. Das ist nicht der, sondern der da. Und kriege dann da nämlich gleich einen deutlich höheren Bonus. So, und dann das noch und das noch wieder aktiviert. Und okay, also noch 3 Minuten, bevor wir die Götterspitzhacke ausprobieren können. So, Rüstung ist vollständig. Das macht natürlich im Verhältnis zu den PPS aktuell nicht wirklich viel aus, dass die ja, geupgradet werden. Und mal sehen, wie die Bezeichnung dann für das nächste Mal tatsächlich aussieht, weil dass die jetzt gezackt heißen gegenüber den normalen, die Frage ist dann, sind die dann gewählt und was auch immer dann die weiteren Upgrades eben sein werden. So, da ist das Biom jetzt schon bald durch, was die Upgrades angeht, weil es sind nur noch die... Hier die beiden Kaktuselemente plus die natürlich dahinterliegenden Sandsteinelemente. So, das ist schon komplett. Ah, und ich kann natürlich noch die Spitzhacken auch verbessern. Mal gucken, wird mir eigentlich hier angezeigt. Ja, zumindest die Glasspitzhacke. So, für Sandstein und Kaktus ist es natürlich jetzt schon wieder deaktiviert. Weil klar, 500 Sandstein, 250 Kaktus. Das dauert noch ein bisschen. Eigentlich ist es schade, dass die immer automatisch ausgerüstet werden, weil ich würde die gar nicht ausrüsten wollen, sondern ich würde sie eigentlich nur gerne upgraden wollen dann. Okay, also Updating-Zeit ist vorbei. Das heißt, einmal die Axt wechseln und einmal die Götter herbeirufen. Mal gucken, was sie dann genau anstellen, damit sie Feuer regnen lassen. Mal gucken, wie schnell und wie viele Blöcke sie dann tatsächlich klein bekommen und wie lange das dann dauert. So, also, und jetzt geht's. Okay, auf jeden Fall sieht es so aus, dass während die Götter dort aktiv sind, ich dann nicht mal klicken muss, sondern sie einfach durch den Feuerregen natürlich die ganzen Blöcke verbrennen und verarbeiten. So, das heißt, jetzt brauche ich aber dann nochmal genügend Blöcke.
Ja, hier muss ich wieder meine andere Hacke ausrüsten. Also Creeper. Und ja, ich denke, soweit reicht es erstmal für heute. Die erste Ender-Spitzhacke gekauft und das erste Überwelten-Reset. Und jetzt kann ich dann in Ruhe erstmal wieder weitermachen bis zum nächsten Reset und mir nach und nach diese Elemente freischalten. Und mal sehen, wie weit ich dann beim nächsten Mal in einer Woche bin. Auf jeden Fall wird Pickkräfte noch eine Weile dabei bleiben. Aber jetzt geht's erstmal zum nächsten Spiel.